Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knob in Knobs Kultliga. Huppala, ja, ist ja Bild.de, da schon her, ich bin's, der Kaiser. Ja gut, ja sicherlich, wir haben natürlich spannende Bundesliga haben wir gehabt. Frankfurt verliert, ja, 0-4, Schalke gewinnt. 0-4 ja, gegen Werder Bremen. Dreimal hat Raul getroffen, dieser Geronto-Stürmer. Jetzt macht er wieder 8 Wochen lang macht er wieder Siesta im gegnerischen Strafraum ja, und dann macht er wieder 1-2 Hütten. Ja. So schaut es aus. Ja, die Dortmunder, die marschieren vorne weg. Ja. Das ist ja die Mannschaft ist ja wie ihr Trainer. Die ist ja wie von der Tarantel gestochen. Ja. Ja, genau, ja. Ja. Und der FC Bayern, der kriecht im Mittelfeld rum. Ja. Wir dingeln praktisch symbolisch gesehen übers Land, wie ein Eichhörnchen, immer nur eine Nuss. Ja. Und jetzt hole ich mir mal Expertenrat ein, kommt mal mit. Ja, Thomas, sag einmal, in Dortmund muss man ganz ehrlich sagen, du warst ja auch mal da, seit du weg bist, läuft's. Ja. Ja, genau so sieht's aus. Ja, da gibt's nichts zu sagen. Du bist ja auch mit Dortmund und Bayern und was nicht alles. Ja. Jetzt, wer macht's denn am Ende? Ich meine, 14 Punkte, das ist schon eine Menge. Ja. Das wird zu viel sein, glaube ich. Aus Münchner Sicht. Das tut mir leid. Da hast du Pech diesmal. Ja, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Wir hatten abgesprochen. Hallo, du kannst doch nicht. Wir hatten abgesprochen, dass du sagst, wir schaffen es noch. Ja, Loder, sag mal, Bundesliga, was ist mit dem FC Bayern los? Das ist ja Kladradatsch. Schaffen wir das noch, da in die internationalen Plätze zu kommen? Ja, ich glaube, das kann das erste Ziel nur vom FC Bayern sein, in internationale Plätze zu kommen. Von Meisterschaft sollte man zurzeit nicht reden. Ich kann es einfach nicht. Ich hatte dir da Geld gegeben, das muss ich auch dran halten. Das finde ich nicht in Ordnung. Das war einfach nicht genug. Ja gut, ja, da ist er, ja. Born to be Waldi. Ja, ich habe ja dein Buch habe ich ja gelesen. Ja. Du sag mal, bei Werder Bremen, Waldi, da kommt ja auch die eine oder andere Anekdote kommt da jetzt zusammen. Ja. Es könnte natürlich jetzt passieren, dass plötzlich Anekdoten da aufkommen, die mit dem Trainer und mit dem Geschäftsführer zu tun haben. Ja. Denn irgendwas muss ja in diese Truppe gefahren sein. Das ist ja nicht normal, oder? Sag mal, was ist mit Werder? Was ist der Werder? Ja, jetzt heißt es noch Werder, bald heißt es Wer war. Ja? Also ja, da ist ja nicht mehr viel, ne? Ja, du bist ja in Bulgarien, ich weiß gar nicht, ob du Fernsehen hast da drüben. Ja? Werder Bremen ist auch nicht so gut, oder? Also wir haben Fernsehen, wir haben sogar deutsches Fernsehen und auch im bulgarischen Fernsehen wird die Bundesliga ausgestrahlt. Ja, es sind einige Vereine oben im oberen Tabellendrittel dabei, die man ganz sicher nicht erwartet hat. Ja, wer geht runter? Ist ja gar keiner mehr da zum Runtergehen. Ja? Ja, sind ja alle oben, ja, die runter müssen. Also in Köln wird der Karneval im Moment, glaube ich, ein bisschen verhaltener gefeiert. Das würde ich mal so zugeben. Raul hat dreimal getroffen. Der Raul, ist das der Durchbruch jetzt? Ja, der Felix weiß doch, was er tut. Und er hat genau gewusst, dass er dem ein bisschen Zeit lassen muss. Der Spanier schlägt dreimal zu. Er hat gezeigt, dass er bei Real Madrid mal ein ganz großer Fußballer war. Und wie man gesehen hat, für Werder reicht es allemal. Ja, genau, der Waldi, verrückter Hund. Ja. Matze Knob, sein erstes Buch, Wer ich bin und das sind viele. Dieter, Niki, der Kaiser, Lady Gaga oder Cristiano Ronaldo. Matze Knob verrät, was wirklich hinter den Lichtgestalten steckt. Wer ich bin und das sind viele. Das erste Buch von Matze Knob, ab jetzt im Handel. Mehr Rat kann man nicht geben.